Jetzt das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf. Guten Abend. In der schönen Toskana dürfte heute ziemliche Katerstimmung geherrscht haben. Denn dort saßen gestern Abend Wolfgang Clement und Parteifreund Otto Schily ganz gemütlich zusammen bei einem gepflegten Glas Rotwein, als die Nachricht von Clements Parteiausschluss hereinplatzte, worauf sie wie vom Donner gerührt waren. Die SPD hat sich damit ein hübsches Sommerthema ans Bein gehängt, das uns alle sicher noch eine Weile beschäftigen wird und das wohl noch anderen prominenten SPD-Lern den Urlaub verderben dürfte. Wolfgang Clement wäre allerdings nicht Wolfgang Clement, wenn er sich vom Schreck nicht zumindest schon so weit wieder erholt hätte, dass er nun postwendend zum Gegenangriff bläst. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Martin Schmuck berichtet. Er ist ein Kämpfer. Vor einigen Wochen noch hat der 68-Jährige einen Marathonlauf bravourös hinter sich gebracht. Wolfgang Clement braucht die Hochspannung mit körperlichen Grenzerfahrungen, wohl auch wie das Raufen junger Burschen, die ihre Kräfte messen. Ausreizen, das gehört zu seinen politischen Wegmarken. Atomkraft, Kündigungsschutz, Zeitarbeit oder Mindestlöhne, Themen, bei denen er mit weiten Teilen der SPD übers Kreuz liegt. Und dann noch seine Warnung vor der SPD-Kandidatin Ypsilanti im hessischen Landtagswahlkampf im Januar 2008. Deshalb wäge und wähle genau, wer Verantwortung für das Land zu vergeben hat, wem er sie anvertrauen kann und wem nicht. Bochum ist sein Zuhause. Seine politische Heimat ist nun für ihn zur Diaspora geworden. Dort, wo die sozialdemokratischen Lebensträume sich auch in fossilen Fördertürmen und Schrebergärten verwirklichen, da sind aus Parteifreunden Gegner geworden. Sie hatten gegen ihn geklagt und gewonnen. Ausschlaggebend war natürlich ganz klar die Aussage bei der Hessenwahl, die SPD nicht zu wählen. Und aufgrund dessen, nur aufgrund dessen, haben wir den Antrag gestellt auf Parteiausschluss. Das gibt Luft für die SPD, ihr reformpolitisches Konzept umzusetzen. Reformpolitische Konzepte, das spaltet Clement auch mit seinen Jobs in der Energiewirtschaft oder Zeitarbeit den Kern der sozialdemokratischen Wertegemeinschaft. Seine politische Laufzeit wollen seine Gegner beenden, um die SPD in Nordrhein-Westfalen vom Schröder-Kurs abzubringen. Als die SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft heute vor die Presse tritt, muss sie ausgerechnet das Urteil über ihren politischen Mentor verkünden, der sie in die SPD geholt hatte. Eine Schiedskommission hat nach der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2008 jetzt entschieden, dass Wolfgang Clement wegen Verstoßes gegen die innerparteiliche Solidarität aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Ich füge allerdings hinzu, dass ich es persönlich ausdrücklich bedauere, dass es so weit gekommen ist. Aufgetischt wurde heute vieles aus der sozialdemokratischen Gerüchteküche. Wie es zum Urteilsspruch kam und wie es weitergehen soll, nur eine blieb wortkarg. Das ist eine Sache der NRW-SPD und die haben das so entschieden. Zurück zum Fall von Wolfgang Clement. Vielleicht erklärt er sich aus seinem frühen politischen Glaubensbekenntnis. Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Solidarität, Zusammenarbeit, Zusammengehörigkeitsgefühl, ein bisschen Gemeinsinn. Das sind die wenigen Orientierungspunkte, die man braucht, um nicht nur um durchs Leben zu kommen, aber auch um Politik gestalten zu können. Das ist jetzt ein schnurgerader Weg ins Irgendwo. So wie die zauberhaften Straßen der Toskana, wo Wolfgang Clement und Otto Schily urlauben, mit weitem Blick in die Ferne. Ein anderes Mitglied der sogenannten Toskana-Fraktion, Gerhard Schröder, hat über seine Partei mal böse gewitzelt, sie sei wie ein Schafstall. Von draußen riecht's ein bisschen, aber drinnen ist schön warm. So schön, dass man sich da offenbar ungern rausschmeißen lässt, selbst wenn man vorher oft die Nase rümpft. Parteiausschlüsse gibt es aber immer wieder und nicht nur in der SPD. Der Fall Clement ist allerdings besonders prominent.